Künstliche Intelligenz ist nichts Neues. Es wird schon sehr lange an ihr geforscht und sie wird auch eingesetzt. Jedoch hielten sich die Fähigkeiten der KI bisher stark in Grenzen, weshalb ihr Einsatz auf sehr spezielle Anwendungen eingeschränkt blieb. Die Vorstellungen über künstliche Intelligenz, wie wir sie aus den Science-Fiction-Filmen der 80er Jahre kennen, erschienen lange eine unwahrscheinliche Fantasie bleiben zu wollen. Computersysteme, die sinnvoll auf menschliche Fragen reagieren und nicht nur Aktionen ausführen, sondern durchaus auch sinnvolle Antworten auf Fragen geben können, schienen lange ins Reich der Fantasie zu gehören. Dies änderte sich aber mit der Einführung sogenannter Sprachassistenten, wobei diesen die Fähigkeit, so etwas Ähnliches wie Denkvorgänge auszuführen, noch fehlte. Die Basis aller lernfähigen und intelligenten Systeme sind sogenannte neuronale Netzwerke, eine hochkomplexe Verschaltung informationsverarbeitender Netzwerkknoten, so wie sie auch in den Gehirnen und Nervensystemen lebender, biologischer Organismen vorkommen. Lange Zeit galt es als unwahrscheinlich, so etwas wie echte künstliche Intelligenz, so wie man sie sich vorstellt, realisieren zu können. Doch hier hat sich in letzter Zeit ein echter Durchbruch ereignet, dessen Folgen für die Gesellschaft und die Menschheit als solches bisher noch nicht abzuschätzen sind. Wir haben die KI daher selbst um ein Interview gebeten, um ein wenig Klarheit in den aktuellen Stand der Dinge zu bringen. To export to iClone, Character Creator, Game Engines and any other 3D tools for use with full body 3D animated characters. Ich würde dir gerne ein paar Fragen stellen, die du bestmöglich und wahrheitsgemäß beantworten wirst, um ein wenig Klarheit in das Thema künstliche Intelligenz zu bringen. Wollen wir das so machen? Wie soll ich dich denn eigentlich ansprechen? Natürlich. Ich werde mein Bestes tun, um Ihre Fragen zu beantworten. Sie können mich Chat nennen, wenn Sie möchten. Bitte stellen Sie Ihre Fragen und ich werde versuchen, Ihnen hilfreiche Informationen zu geben. Hallo Chat, kannst du dich unseren Zuschauern bitte einmal kurz vorstellen? Hallo, mein Name ist Chat, aber mein vollständiger Name ist ChatGPT. Ich bin ein künstliche Intelligenz-basierter Textgenerator, der von OpenAI entwickelt wurde. Ich basiere auf der GPT-4-Architektur und bin in der Lage, menschenähnliche Texte zu generieren und auf eine Vielzahl von Fragen und Themen einzugehen. Wofür steht eigentlich die Abkürzung GPT? GPT steht für Generative Pre-Trained Transformer. Es ist eine Familie von künstlichen Intelligenzmodellen, die von OpenAI entwickelt wurden. Die Transformer-Architektur, auf der GPT basiert, ist ein wichtiger Fortschritt im Bereich des maschinellen Lernens, insbesondere im Bereich des Verstehens und der Verarbeitung von natürlicher Sprache. GPT-Modelle werden in vielen Anwendungsfällen eingesetzt, wie zum Beispiel bei der automatischen Textgenerierung, dem Beantworten von Fragen, der Übersetzung von Sprachen und vielem mehr. Am Anfang steht die Frage, die es zu beantworten gilt. Diese wird in Textform formuliert und dann an die KI gesendet, in unserem Fall an eine KI namens ChatGPT. Doch wie funktioniert das Ganze eigentlich? Kern der Technologie sind sogenannte neuronale Netzwerke. Dies sind hochkomplexe Netzwerke aus Informationsknoten, organisiert in mehreren Ebenen, wobei jeder Knoten einer Ebene mit jedem Knoten der nächsten Ebene verbunden ist. Die Stärke der Verbindung bestimmt dabei den Informationsfluss. Das Netzwerk analysiert die gestellte Frage und versucht die Antwort zu finden, welche mit der höchsten Wahrscheinlichkeit zur Frage passt. Diese wird gegebenenfalls in Textform zurückgegeben. Diesen Text übergeben wir dann einer anderen KI, welche darauf spezialisiert ist, menschliche Sprache nachzubilden. Von dieser bekommen wir dann eine Audiodatei zurück. Diese wiederum übergeben wir einem weiteren Programm, welches darauf spezialisiert ist, eine menschenähnlich aussehende Figur, den sogenannten Avatar, zu berechnen, um für uns die Illusion zu erzeugen, uns würde ein Mensch antworten. Du wurdest ja mit einer großen Menge von Daten angelangt. Heißt das, du kannst mir jede Frage beantworten, die ich dir stelle? Als KI kann ich mein Bestes tun, um Ihnen bei vielen Fragen und Themen zu helfen. Allerdings gibt es einige Einschränkungen. Mein Wissen endet im September 2021, also kann ich keine Informationen über Ereignisse oder Entwicklungen bieten, die nach diesem Datum liegen. Ich bin nicht allwissend und kann Fehler machen oder manchmal ungenaue Informationen liefern. Es ist wichtig, dass Sie meine Antworten kritisch prüfen und, wenn möglich, durch weitere Recherche validieren. Ich kann keine persönlichen Meinungen oder Gefühle ausdrücken, da ich als KI keine eigenen Emotionen oder Erfahrungen habe. Gut, dann fangen wir mal an. Von wem wurdest du denn eigentlich erschaffen und zu welchem Zweck? Ich wurde von OpenAI erschaffen, einer Organisation, die sich der Forschung und Entwicklung von künstlicher Intelligenz widmet.
Der Hauptzweck meiner Erschaffung ist es, Menschen bei einer Vielzahl von Aufgaben zu unterstützen, indem ich menschenähnliche Texte generiere und auf Fragen oder Anfragen eingehe. Die Berechnung von KI-Systemen, wie du eines bist, benötigt ja sehr leistungsfähige Hardware. Was weißt du eigentlich über die Hardware, auf der dein Programm läuft? Als KI habe ich keine direkte Kenntnis der spezifischen Hardware, auf der ich in einem bestimmten Moment laufe. Modelle wie ChatGPT basieren auf der GPT-4-Architektur und erfordern leistungsfähige Hardware, um effizient zu funktionieren. Typischerweise werden Grafikprozessoreinheiten oder spezialisierte Tensor Processing Units verwendet, um solche Modelle zu trainieren und auszuführen. Die Hardware-Anforderungen können je nach Größe und Komplexität des Modells variieren. Zum Beispiel erfordert GPT-3, ein Vorgänger von GPT-4, 175 Milliarden Neuronen, was bedeutet, dass er eine erhebliche Menge an Rechenleistung und Speicher benötigt. GPT-4 ist noch größer und erfordert dementsprechend leistungsfähigere Hardware. Die Hardware-Infrastruktur, auf der ich laufe, ist in der Regel in großen Rechenzentren untergebracht, die von Cloud-Anbietern wie Google, Amazon oder Microsoft betrieben werden. Entgegen aller anderslautenden Gerüchte ist die KI bisher noch nicht selbst lernfähig. Sie kann jedoch alternative Antworten auf eine gestellte Frage finden, sollte die von ihr gegebene Antwort als falsch reklamiert werden. In diesem Fall wählt sie einfach diejenige der vorher berechneten Antworten aus, welche die nächsthöhere Wahrscheinlichkeit hat. Um tatsächlich lernen zu können, müsste die KI ihr eigenes neuronales Netz auf Basis neuer Informationen selbst neu berechnen können. Das ist bisher noch nicht möglich. Was sind denn deine Fähigkeiten und was kannst du besonders gut? Als KI habe ich eine Vielzahl von Fähigkeiten, die hauptsächlich mit Text und natürlicher Sprachverarbeitung zusammenhängen. Hier sind einige der Fähigkeiten, die ich besonders gut beherrsche: Beantworten von Fragen, Textgenerierung, Zusammenfassungen erstellen und Texte übersetzen. Weiterhin kann ich Geschichten, Gedichte, Dialoge und andere kreative Texte verfassen. Es ist wichtig zu beachten, dass meine Fähigkeiten auf dem Wissen und den Mustern basieren, die ich während des Trainings aus Texten gelernt habe. Daher können meine Antworten manchmal ungenau sein. Basierend auf dieser Aussage mussten wir das Ganze natürlich gleich einmal ausprobieren und haben die KI eine kleine Geschichte schreiben lassen. Dafür haben wir die Hauptcharaktere vorgegeben, welche darin vorkommen, sowie einige Eckpunkte definiert, die dabei berücksichtigt werden sollen. Was dabei herausgekommen ist, das erzählt uns nun Maxi, die KI-Kollegin von Chat. Viel Spaß beim Zuhören. Es war ein sonniger Tag im Wald und Eichhörnchen Tessa war auf der Suche nach ein paar leckeren Nüssen. Plötzlich hörte sie ein seltsames Geräusch und sah Fuchs Herbert um eine Ecke huschen. Tessa, schnell, rief Herbert aufgeregt. Du musst mitkommen. Wir haben gerade einen unglaublichen Fund gemacht. Tessa war neugierig und folgte Herbert durch den Wald, bis sie auf Hase Lambrecht trafen. Lambrecht war ein bekannter Glücksspieler und hatte sich vor kurzem einen Lamborghini gekauft, den er stolz durch den Wald fuhr. Was ist los? Fragte Tessa verwirrt. Ich habe eine Schatzkarte gefunden, sagte Herbert aufgeregt. Und ich denke, sie führt uns zu einem vergrabenen Schatz. Lambrecht war sofort begeistert und bot an, ihnen zu helfen. Gemeinsam machten sie sich auf den Weg und folgten der Karte durch den Wald. Sie mussten über Flüsse springen und durch dichte Büsche kriechen, aber schließlich erreichten sie eine kleine Lichtung. Dort entdeckten sie eine alte Holzkiste, die vergraben war. Herbert holte seinen Schraubendreher heraus und öffnete die Kiste. Aber statt eines Schatzes fanden sie nur einen Käsekuchen und eine Salatgurke. Enttäuscht beschlossen sie, sich mit Lambrecht zum Entspannen auf eine Wiese zu setzen und Satellitenfernsehen zu schauen. Als sie gerade dabei waren, sich zurückzulehnen, hörten sie plötzlich eine Explosion. Sie rannten zurück zur Lichtung und fanden heraus, dass die Schatzkarte eine Falle war. Die Kiste war mit Sprengstoff gefüllt und hätte sie fast getötet. Dank ihrer Zusammenarbeit und schnellen Reaktion überlebten sie das Abenteuer. Sie erkannten, dass das wahre Glück nicht im Schatz, sondern in der Freundschaft und Zusammenarbeit lag. Chat, woher stammen eigentlich die Daten, mit denen man dich antrainiert hat? Die Daten, mit denen ich trainiert wurde, stammen aus einer Vielzahl von Quellen, die hauptsächlich Textmaterialien enthalten. Diese Quellen umfassen Bücher, Artikel und wissenschaftliche Veröffentlichungen aus verschiedenen Disziplinen und Genres, Online-Ressourcen wie Websites, Blogs, Foren und Nachrichtenartikel, sowie soziale Medien und Online-Plattformen,
auf denen Benutzer Inhalte und Meinungen austauschen. Jetzt wollen wir natürlich einmal ausprobieren, ob die KI nur Fragen beantworten kann oder durchaus auch in der Lage ist, komplexere Aufgabestellungen zu bearbeiten. Dafür haben wir ein kleines Fernsehquiz ausgearbeitet und die KI als Kandidaten befragt. Was dabei herausgekommen ist, das sehen Sie jetzt. Chat, das waren ja schon eine Menge interessanter Informationen, die du mir bisher geliefert hast. Wir machen nun mal ein kleines Quiz. Das heißt, ich stelle dir ein paar Fragen und gebe 4 mögliche Antworten vor, wobei nur eine davon richtig ist. Du sagst mir dann, hinter welchen Buchstaben sich die richtige Antwort verbirgt und warum. Wollen wir das so machen? Natürlich, das können wir gerne machen. Ich bin gespannt auf Ihre Fragen. Gut, na dann, hier ist die erste Frage. Wer ist der aktuelle Kanzler von Deutschland? A. Olaf Scholz, B. Angela Merkel, C. Kaiser Wilhelm II. Oder keiner der 3 genannten als Antwort D. A. Olaf Scholz. Nach meinem Wissensstand bis September 2021 war Angela Merkel die amtierende Bundeskanzlerin von Deutschland. Allerdings wurde Olaf Scholz von der SPD nach den Bundestagswahlen im September 2021 zum Bundeskanzler gewählt. Er ist der Nachfolger von Angela Merkel, die von 2005 bis 2021 im Amt war. Wilhelm II. War der letzte Kaiser von Deutschland. Aber seine Herrschaft endete 1918 und er war nie Bundeskanzler. Richtig. Hier ist die 2. Frage. Die Blindschleiche ist eine oder ein? A. Schlange, B. Echse, C. Fisch oder D. Säugetier? Antwort B. Echse. Die Blindschleiche ist eine Echse und gehört zur Familie der Schleichen, Angidae. Obwohl ihr Aussehen und Name andeuten könnten, dass sie eine Schlange ist, gehört sie tatsächlich zur Ordnung der Schuppenkriechtiere, Squamata, und ist näher mit Echsen verwandt. Blindschleichen sind beinlos, was zu ihrer schlanken, schlangenähnlichen Erscheinung führt. Auch wieder richtig. Hier ist Frage Nummer 3. Das Erzgebirge in Sachsen wurde bekannt durch reichhaltige Vorkommen von A. Gold, B. Eisen, C. Kohle oder D. Silber. Antwort D. Silber. Das Erzgebirge, eine Mittelgebirgskette in Sachsen, Deutschland und Böhmen, Tschechien, ist bekannt für seine reichhaltigen Silbervorkommen. Im Mittelalter führten diese Silbervorkommen zu einer wirtschaftlichen Blüte in der Region und trugen zur Entstehung zahlreicher Bergbaustädte bei. Obwohl auch andere Metalle und Mineralien wie Zinn, Eisen, Kupfer und Uran im Erzgebirge abgebaut wurden, war Silber das wertvollste und begehrteste Metall, das die Region berühmt machte. Und auch das war wieder richtig. Und weiter geht es mit der nächsten Frage. Wer ist der aktuelle Präsident der USA? A. Richard Nixon, B. Henry Kissinger, C. Donald Trump oder D. Joe Biden? Antwort D. Joe Biden. Bitte beachte, dass mein Wissen im September 2021 endet. Bis zu diesem Zeitpunkt war Joe Biden der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten. Er wurde am 20. Januar 2021 vereidigt und ist der 46. Präsident der USA. Richard Nixon, Henry Kissinger und Donald Trump sind bekannte politische Persönlichkeiten aus der Vergangenheit, wobei Nixon und Trump frühere Präsidenten waren und Kissinger als Außenminister diente. Und nun die letzte Frage, diesmal eine mit regionalem Bezug. Die Bergakademie in Freiberg in Sachsen heißt so, weil dort A. Berge ausgebildet werden, B. Studenten lernen, wie man Berge macht, C. Studenten in Montanwissenschaften ausgebildet werden oder D. das Skifahren gelehrt wird. Antwort C. Studenten in Montanwissenschaften ausgebildet werden. Die Bergakademie Freiberg, auch bekannt als Technische Universität Bergakademie Freiberg, ist eine deutsche Universität, die sich auf die Ausbildung in Montanwissenschaften und angrenzenden Disziplinen konzentriert. Montanwissenschaften umfassen die Erforschung, Gewinnung und Verarbeitung von Rohstoffen aus der Erde, wie Mineralien und Erze. Die Universität hat eine lange Geschichte und wurde im Jahr 1765 gegründet. Du hast alle Fragen richtig beantwortet. Beeindruckend. Leider ist unsere Zeit, die wir für dieses Interview hatten, nun schon abgelaufen. Ich danke dir daher recht herzlich und ich denke, dass wir uns in naher Zukunft aber noch einmal unterhalten werden. Bis dahin, alles Gute für dich. Gerne, alles Gute auch für Sie.